Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Aufbaurundgang der BK Chemist 2019, die in gut 8 Tagen beginnt. Ich war zufällig, bin ich hier vorbeigefahren im BK und dachte mir, schaut mal beim Aufbau eine Woche vorher vorbei. Natürlich steht hier noch nicht so viel, aber das, was hier steht, werde ich euch zeigen. Und ob ich hier nochmal einen Aufbaurundgang machen werde, weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, man kommt ja hier am Platz rein und da stehen meistens Autoscooter. Da sieht man hier zu linken als allererstes, ja, am Eingang, Ausgang, wie man es sehen will, den High Impress von Obershell. Wie gesagt, die Chemist beginnt mal gerade in 8-9 Tagen, hier steht noch nicht viel. Entschuldigung wegen der etwas vielleicht schlechten Qualität. Ich nehme gerade mit dem Handy auf. Ich werde jetzt auch nur nicht eine ganze Runde gehen, nur bis vorne, dann wieder zurück. Von hinten zurück. Hier auf jeden Fall ja, der Impress und die Traumschleife von Sörgen dahinter. Der Sögen. Der rechten befindet sich die Königsstube von Ahren, kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich bin wahrscheinlich auch hier der erste Chemist-Fan, der dieses Chemist betritt dieses Jahr. Ich sagte halt, dass direkt hier an der schönen Autohang gelegen ist. Sehr harmonisch und so. Hat sich das halt angeboten. Ja, hier ist der Heartbreaker von Lehmann, der jetzt auch schon irgendwie aufgebaut wird wohl. Eine Woche vorher, ja. Unglaublich. Gemacht haben, ne? Grüße gehen dann auch raus. Oh, Crazy Island steht hier, das wusste ich gar nicht. Ich hab irgendwie verpaddelt. Ja, hier steht auf jeden Fall, wo letztes Jahr das wo letztes Jahr der Flipper von Hinzen stand, steht jetzt mal wieder das Big Monster von Kramer. Auch ein sehr oft gesehener Gast in Duisburg. Ja, von Duisburg wird es dann wohl nach Düsseldorf gehen und von Düsseldorf nach Krange. Übrigens, ich habe auch ein Beschickungsvideo gemacht zu dieser Kirmes. Das seht ihr dann sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, das seht ihr dann sehr wahrscheinlich jetzt oben rechts. Blende ich mal das Beschickungsvideo an, da seht ihr auch, welche Fahrgeschäfte alle noch so kommen. Ja, hier in der Lenzen Scooter. Das ist ein sehr bekannter Autoscooter für Kinder hier im Gebiet. Ja, und hier links, da ist eigentlich schon fertiggestellt. Also, außer bis auf die Kasse ist eigentlich alles am Fahrgeschäft. Vielleicht muss man die Kasse ja auch suchen. Vielleicht ist sie. Eigentlich könnte man ja jetzt auch reingehen, ne? Also ich würde da hochkommen. Ja, Crazy Island von Schneider. Auch recht großes Laufgeschäft, aber nicht mit so einer großen Tiefe, glaube ich. Aber man kann halt ziemlich einsehen. Finde ich aber jetzt sehr lustig, dass dort, dass man das hier so alles einsehen kann und dass das vorhin auch schon eine Woche vorher komplett aufgebaut ist. Dann fehlt eigentlich echt nur noch die Kasse. Hier noch eine Bude, ne? Da hinten bei LKWs. Sie kommen sogar aus München, extra für die Stärkrader Kirmes. Welcher Schausteller ist das denn? Ah, Schaustellerbetrieb, sehr aussagekräftig. Könnte ja fast der Flyer sein, mit dem Flieger auf Liga. Star Games von Hinzen, das ist ja wieder so ein typischer. Ah, so ein typischer Greifer aus Holland. Da steht noch ein Stück mit Monster rum. Aber das war es eigentlich schon mit dem, was hier so steht. Da ist immer noch ein Wasser am Spritzen. Mal. Ich kann auch da vorne die. Das ist sicherlich die Formel 1, also dieser Coinbusher. Oder ist die Airport Bar? Habe ich auch noch nie aufgeklappt gesehen. Eingeklappt. Geklappt. Auch sehr spannend aus mit dem Dach.
Und hier Formel 1, diese Coinpusher, die sind auch schon hier. Ja, das war mein recht kurzer und spontaner Aufbaurundgang zur BK Kirmes. Kommt gerne hier hin, unterstützt die Kirmes, auch wenn die Beschickung dieses Jahr, sagen wir mal, nicht ganz so gut ist. Hat die Kirmes trotzdem einen Besuch mindestens verdient. Wenn ihr aus der Nähe kommt, dann einfach mal abends für 2-3 Stunden vorbeikommen, genießen, hier sein. Hoffentlich auch bei guten Temperaturen. Momentan ist es ja noch sehr, sehr warm. Ich wünsche euch was. Ich bin raus. Tschüss.